Nicht Helga! Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Bist du da, Helga? Ja, was denn da? Los? Bald ist Weihnachten. Ja. Ich freue mich so. Oh, ich auch. Weihnachten ist geil. Das Essen. Das ist für mich das Highlight. Ja toll, da kann die ja nichts mit anfangen. Ey, das ist doch scheiße. Wenn alle zum Weihnachtsessen da sitzen und das Weihnachtsessen beim Essen essen, kann die ja nicht mitessen. Essen? Ja. Was gibt's denn Weihnachten immer so bei euch? Oh. Schön Weihnachtspude. Mhm. Mit Kartoffeln und Rotkohl. Was? Dazu noch schön Soße. Ja. Kroketten. Was? Soße Hollandaise. Was? Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Aber Weihnachten ist ja nicht nur Essen, ne, Helga? Das ganze andere brauche ich nicht. Aber die Familie. Ach, da würde ich bei ihr das Essen einfach einpacken und dann kann sie es auspacken. Fertig. Mir auf. Das ist doch das Schönste. Jedes Jahr gibt es da Gestresse und Gezanke. Wieso? Das geht los bei den Kroketten. Was damit? Hildegard, meine älteste Schwester. Ja. Die macht jedes Jahr zu wenig Kroketten. Und dann... Ist die dumm, Alter? Dann macht doch halt lieber mehr. Besser zu viel als zu wenig. Wie kann man sich ums Essen streiten bei Weihnachten? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht die Geschenke, ja, oder um Alkohol. Ach, ums Essen? Ihr euch? 2019, da haben die sich geprügelt. Wegen Kroketten? Henriette und Heinke. Die verstehen keinen Spaß bei den Kroketten. Ey, ich würd's ja verstehen, wenn's um Steaks geht, ja, aber Kroketten? Aber... Meine ganze Familie, die kannst du alle in die Klapse stecken. Ist das denn immer so stressig bei euch Weihnachten? Ich weiß noch, 2008. Da lief um 21 Uhr der kleine Lord in der ARD. Dein Lieblingswahl. Wer guckt denn ARD, Alter? Wer schaltet denn da ein? Oh mein Gott. Weihnachtsfilm. Ich guck immer den kleinen Lord. Nur Heinke, die olle Zippe, meint, ich soll den Fernseher mal auslassen. Und dann? Ja, Marianne. Dann hab ich sie aus Versehen in die Garage eingeschickt. Ist doch geil. Schön Weihnachtsmusik, unterm Weihnachtsbaum die Geschenke auspacken. Und danach... Umschalten auf Techno und Action und ein bisschen saufen. Sperrt. Was? Beim kleinen Lord bin ich ganz empfindlich. Das kannst du doch nicht machen, Helga. Ich hatte da auch schon ein paar Eierlikör-Intos, ja. Die hat immer Eierlikör in. Das ist das Einzige, was sie säuft. Eierlikör. Immer und überall, zu jeder Zeit. Jetzt ist das immer alles ganz harmonisch. Was ist denn mit deiner Familie? Ich hab ja... Ja klar, die kann ja nicht essen, also gibt's wahrscheinlich nichts. Immer nur meine Tochter mit ihren Mann, die zu mir kommen, und mein Enkel Johannes. Und wie ist das denn... am Heiligen Abend. Wie macht ihr das? Wenn die drei essen, verstecke ich immer die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Was machst du? Na, die versteckt die Geschenke unter... Ich dachte, das ist Weihnachten und nicht Ostern. Osterweihnachten, Coronachten, meinte ich. Die versteckte Geschenke. Für meinen Enkel Johannes. Der ist doch schon 16, oder? Gestern 17 geworden. Ja gut, aber trotzdem gehören die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Aber er glaubt da noch dran. Marianne. Okay, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber gut, vielleicht gibt's ihn ja wirklich, man weiß es nicht. Was? Der ist 17. Der glaubt doch nicht mehr an den Weihnachtsmann. Natürlich. Der Einzige, wo der ran glaubt, sind Brüste und Pubus von Jungfrauen. Da ist er noch nicht. Klar. Mädchen findet er doof. Marianne. Mit 17? Jetzt läuft einiges schief. Hat er kein Interesse? Johannes ist 17. Der onaniert. Helga! Helga! Ja, alles klar. Das ist die Natur, Marianne. Da kannst du nichts dran machen. Das ist ein Trieb. Dieter Großbach, der hier in Sisebi die U7 trainiert. Genau. Der macht, seitdem Johannes 3 ist, bei uns den Weihnachtsmann. Oh, Mann. Dieter macht bei euch den Weihnachtsmann? Du glaubst gar nicht, was Johannes immer noch für große Augen macht, wenn der reinkommt. Dieter ist ab 17 Uhr doch immer lattenstramm. Wie macht der bei euch den Weihnachtsmann? Ja gut, okay, dann würde ich auch große Augen machen, wenn der Weihnachtsmann so reingetrockelt kommt. Dafür hat er ja seine 20-jährige Tochter mit. Die spielt die Weihnachtselfin. Maria. Dann würde ich erst recht große Augen machen. Janne. Der macht keine großen Augen wegen Weihnachtsmann. Der guckt auf die Weihnachtselfin. Wenn der die sieht, dann macht er in seiner Unterhose Klingglöckchen, Klingelingeling. Das kann ich mir gut vorstellen. Alles klar. Doch Blödsinn. Geht ihr denn gar nicht in die Kirche? Nee, nee. Oh nein. Das ist nicht so unseres. Das ist bei uns Tradition. 16 Uhr geht... Ich war einmal im Leben in der Kirche. Einmal. Also jeden sei es gegönnt, der es mag und dran glaubt. Da jetzt nicht dran zu zweifeln. Also an die Leute, die dran glauben. Also ich glaube nicht. Aber ich war einmal in der Kirche.
und dachte mir, hier gehe ich nie wieder hin. Das war so scheiße langweilig. Du sitzt ja bloß da rum und hörst zu, was der vorne labert. Gehen wir Weihnachten immer in die Kirche zum Pastor Hüb. Und dann labert der nicht mal was Interessantes. Boah. Macht er mit den Lütten noch das Krippenspiel? Der Mann ist 95, Marianne. Der wird mit seinem Rollstuhl nur noch auf die Kanzel hochgeschoben und dann wird ein Tonband abgespielt. Na toll. Ja, jetzt geht die Kirche zu Hause schon ab. Einfach ein Tonband abspielen. Perfekt, besser kann's nicht sein. Ja, super. Und dann, wenn du in der Kirche bist, musst du auch noch Kirchsteuer zahlen. Genau das, was Gott bestimmt wollte. Also, über die Jahre ist doch Kirche eigentlich nur noch dafür geworden, um Geld zu machen. Oder? Oder um was mit Kindern? Wir machen weiter. Von seiner letzten Predigt, die er vor 30 Jahren gehalten hat. Aber... Seit 30 Jahren hören wir uns das jedes Weihnachten an, dass er erzählt, dass die Mauer gefallen ist. Merkt das denn keiner außer Gemeinde? Die sind doch selber alle 90. Ich bin doch da die Jüngste. Ich verbringe Weihnachten... Oh. Lieber zu Hause. Ja. Und wie ist das dann mit der... Mit der Bescherung. Das ist bei uns immer das Beste. Ja. Johannes kriegt dieses Jahr eine PlayStation 3. Ist er Wahnsinn, Alter. Jo, da wird er sich auf jeden Fall sehr freuen. Kann endlich mit seinen Kumpels zocken, sobald er eine Zeitmaschine hat. So eine Daddelkiste. Da kannst du so irgendwelche Spiele mitspielen. Und was kostet das Ding? Ein paar hundert Euro brauchst du dafür. So. Der PS3 kostet noch ein paar hundert Euro? Ja gut, vielleicht die 60 GB Version, weil die PS2-Spiele abspielen kann, aber... was? Und da kriege ich, da bin ich gleich auf 180. 180 reicht nicht so, ab 200 kriegst du diese... Was haben wir... Da kannst du ja schon bald eine PS4 holen, Alter. Wir uns denn früher gewünscht zu Weihnachten? Ein Puppenhaus. Murmeln. Ich wollte auf jeden Fall ein Puppenhaus, ja? Ganz normal. Murmeln habe ich mir auch nicht gewünscht. Was habe ich mich über Murmeln gefreut? Ein Kuscheltier. Seife. Ich habe mir Seife gewünscht zu Weihnachten. Wer wünscht sich denn Seife zu Weihnachten, Mann? Die kriegst du in jeden Ross, Mann. Sehr geil. Ich wünsche mir einfach Seife. Alles klar. Das Beste, was du machen kannst. Ich weiß meine Weihnachtsgeschenke alle gar nicht mehr. Doch, einmal habe ich mir so einen Gabelstapler gewünscht, mit dem man Gabel stapeln kann. Und was dann noch? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach absolut nicht mehr. Ich weiß dann auf jeden Fall, dann fing die Zeit an, wo ich dann eine Super Nintendo bekommen habe. Die habe ich mir gewünscht. Beispielsweise, ich habe sie mir nicht gewünscht. Mein Vater hat sie einfach gekauft, weil er dachte, das könnte mir gefallen. Und er hatte vollkommen recht. Und ich glaube, da war ich 3. und dann... Ich weiß gar nicht mehr, habe ich die Super Nintendo bekommen einfach so oder war das zu Weihnachten? Nee, zu Weihnachten habe ich das Spiel Yoshi's Island bekommen dazu. Genau, so war das. Und dann habe ich irgendwann Jahre später zu Weihnachten, weiß ich noch, habe ich eine N64 bekommen, weil die habe ich mir gewünscht. Und dann, Rest weiß ich nicht mehr. Die Leute heutzutage, die haben doch vollkommen vergessen, was Weihnachten eigentlich ist. Die wissen doch gar nicht. Doch, unter dem Tannenbaum sitzen, Geschenke öffnen, saufen. Auf dem Boden liegen. Mehr, was an Weihnachten überhaupt zählt. Die Leute wissen nicht, was an Weihnachten eigentlich wichtig ist. Ist es. An Weihnachten. Wenn jetzt Cartman, Kyle und Kenny dastehen würden, die würden sagen, und Stan, Geschenke. Da gab's doch eine South Park-Folge, wo keiner mehr Geschenke kaufen geht und so. Und am Ende hieß es, jeder hat doch vergessen, was das Wichtigste an Weihnachten ist. Die Geschenke. Die Geschenke. Ja, gebe ich vollkommen recht. Ich will Geschenke haben. Ist ganz normal. Aber dieses Jahr ist das Weihnachtsgeschäft ziemlich mies, durch die Corona-Regeln. Achten, da braucht man nur eins. Aber alle sind wieder in Weihnachtsstimmung. Wenn ich mal so rausgucke, die ganzen Fenster und Balkon, alles wieder schön geschmückt. War letztes Jahr nicht so. Und zwar? Genug Kroketten. Glaub mir, du brauchst genug Kroketten. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Seelachsfilet mit Kartoffeln und Soße. Kechne. Ach, Seelachs ist geil, aber doch nicht mit Kartoffeln und Soße. Da gehören Bandnudeln dazu. Aber so Fisch, was doch auch mehr kommt, ist Proteine bei mir immer da. Wenn du dann nicht isst, kriegst du doch auch... Krieg ich Panikattacke von. Ja, dann krieg ich eine Panik... Ja, cool. Ihr frisst Seelachs und kriegt erst so eine Panikattacke. Man kennt es. Rennst du dann weg, weil du sie reingeschoben hast. Oh, das klingt falsch. Gute Besserung. Mucke. Ach, das war's ja eh. Ja, Mucke Dappa. Alter, war das geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.